Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es darum, das Problem aus der letzten Folge, also die Realisierung der Funktion zum Sortieren des Arrays mit Bubble Sort, zu realisieren. Also ich gehe direkt mal in die Entwicklungsumgebung und dort hatten wir ja schon das Array definiert, das hatte 5 Elemente. Und wir möchten dieses Array oder die Elemente in diesem Array in die richtige Reihenfolge, in die aufsteigende Reihenfolge bringen. Dazu war das Programm schon so weit vorbereitet, dass wir einmal das Array ausgeben, dann einen Funktionsaufruf haben, der Funktion, die wir gleich schreiben werden, dass die Sort-Funktion wird aufgerufen und anschließend wird das Array wieder ausgegeben und dann sollen die einzelnen Elemente in der aufsteigenden Reihenfolge angezeigt werden. Okay, gehen wir einmal in die Funktion. Die Funktion ist noch leer. Die Funktion bekommt zwei Parameter übergeben. Einmal ein Pointer auf ein Integer, das ist der Beginn des Arrays, und dann die Anzahl der Elemente. Dann können wir direkt in diese Funktion reingehen und uns überlegen, was eigentlich gemacht werden muss. Die einzelnen Felder sollen ja Stück für Stück ausgetauscht werden. Falls das eine Feld größer ist als das andere. Wir brauchen aber mindestens einen Durchlauf, um letztendlich festzustellen, ob unser Array tatsächlich richtig sortiert worden ist. Das heißt, wir nehmen am besten eine Do-While-Schleife. Ich trage den Schleifenkörper hier mal ein. Do und dann While. Und wie lange eigentlich? So lange, wie das Array noch nicht sortiert worden ist. Und ob das Array sortiert worden ist oder nicht sortiert ist, merken wir daran, ob wir eine Änderung, also einen Austausch zweier Felder gemacht haben. Und das können wir am besten in einer Variablen abspeichern, die Information. Und die Variable nenne ich mal J. Und überprüfe einfach nur, ob dieses J gesetzt worden ist. So, damit haben wir den Schleifenkörper schon fertig und wir müssen hier oben natürlich erstmal eine Variable, ich nehme mal eine Integer-Variable, ein Integer J definieren, nicht I, sondern J. So, und diese Integer-Variable beinhaltet letztendlich die Information, ob die Variable, ob zwei Elemente getauscht worden sind beim jeweiligen Durchgang. Okay, so, dann können wir schon hier in diesen Schleifenkörper gehen und können uns überlegen, was wir eigentlich dort machen wollen. Also zunächst einmal müssen wir J gleich 0 setzen, damit wir erstmal davon ausgehen, dass nichts geändert worden ist, und wenn was geändert worden ist, dann schreiben wir J gleich 1. Damit diese Schleife noch einmal durchlaufen wird. Okay, dann müssen wir später zwei Variablen tauschen. Und um zwei Variablen tauschen zu können, müssen wir die eine Variable erst einmal zwischenspeichern, dann die anderen beiden tauschen und dann die Variable in den zweiten Wert speichern. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Variable, in der wir letztendlich den Integerwert zwischenspeichern können. Ich nenne die Variable mal i, so dass wir die Variable gleich verwenden können. Okay, j gleich 0 haben wir jetzt gesetzt und dann möchten wir im Prinzip das komplette Array einmal durcharbeiten und durchpflügen und zu gucken, ob wir Elemente tauschen müssen. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal eine Vorschleife, die letztendlich so oft durchlaufen wird, wie viele Elemente wir haben. Das heißt, wir fangen bei 0 an, i gleich 0 und dann zum Schluss soll i++ inkrementiert werden und dazwischen müssen wir überlegen, wie häufig wir eigentlich die Schleife durchlaufen müssen. Und zwar ist es ja so, dass wir, wenn wir nur ein Element hätten, bräuchten wir die Schleife gar nicht durchlaufen. Wenn wir zwei Elemente haben,
dann springen wir in das erste Feld und schauen, ob das erste Feld kleiner oder größer ist als das zweite Feld, und wir würden gegebenenfalls tauschen. Das heißt, bei zwei Elementen müssten wir eventuell einmal tauschen. In das zweite Feld bräuchten wir nicht mehr zu springen, weil wir das zweite Feld ja nicht mehr mit dem dritten Feld vergleichen müssten, weil wir das dritte Feld ja gar nicht mehr haben. Das heißt, wir müssen einmal weniger diese Schleife durchlaufen als die Anzahl der Felder entsprechen würde. Das heißt, i muss kleiner sein als Anzahl kleiner 1, minus 1. So, da muss ein kleiner Zeichen rein. Okay, das heißt, wir springen bei einem Fünferfeld in unserem Beispiel quasi einmal ins erste Feld, dann ins zweite Feld, dann ins dritte Feld, dann ins vierte Feld und vergleichen entsprechend immer das darüberliegende mit dem aktuellen Feld. Ins fünfte Feld bräuchten wir nicht mehr zu springen oder dürfen wir auch nicht mehr springen, weil wir ja quasi kein sechstes Element mehr haben. Deswegen müssen wir hier die Anzahl minus 1 nehmen. Okay, und was machen wir hier drin? Wir gucken letztendlich, ob der Inhalt unseres Pointers, ob der größer ist als der Inhalt des nächsten Pointers, also des nächsten Feldes. Das heißt, da können wir den Pointer einfach um 1 inkrementieren. Das heißt, wir gucken am Anfang, ist der nullte Eintrag größer als der erste Eintrag? Und wenn das der Fall ist, dann möchten wir tauschen. So, das sieht dann so aus. Also wenn das der Fall ist, dann möchten wir, ich mache hier mal eine Leerzeile, dann möchten wir Folgendes machen. Wir möchten in den aktuellen Inhalt den Inhalt des nächsten Feldes schreiben. So, was wir dann machen möchten, wir möchten aber dann in den Inhalt des nächsten Feldes den Eintrag schreiben, den wir gerade überschrieben haben. Da kommen wir jetzt nicht mehr ran und deswegen speichern wir uns das in dem Schritt davor einfach zwischen. Das heißt, wir speichern nun zunächst einmal den aktuellen Wert, also den Inhalt des Pointers. Dann gehen wir hin und schreiben das nächste, den Inhalt des nächsten Feldes in das aktuelle Feld und dann können wir letztendlich in das nächste Feld, also in das nächste Feld, Pointer plus 1, dann diesen zwischengespeicherten Inhalt schreiben. Und damit haben wir letztendlich die beiden Variablen getauscht. So, jetzt müssen wir uns noch merken, dass wir getauscht haben. Dafür haben wir uns ja dieses J hier oben deklariert und das setzen wir hier auf 1. Und wir haben einmal getauscht, das heißt, wir müssten beim nächsten Mal nochmal die Do-Schleife durchlaufen. Wenn wir nicht mehr reinspringen würden, dann würde J gleich 0 bleiben und dann wären wir mit der Sortierung quasi fertig. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen natürlich jetzt, wo wir einmal getauscht haben, müssen uns das nächste Feld vornehmen. Das heißt, da schreiben wir einmal Pointer plus plus. Wir müssen den Pointer einmal inkrementieren, dass wir letztendlich auf das nächste Feld zeigen. Ja, jetzt haben wir nur noch folgendes Problem, dass wenn wir einen Durchlauf vollzogen haben, dass wir ja jedes Mal den Pointer inkrementiert haben. Das heißt, der Pointer zeigt dann auf die letzte Stelle und wir möchten im Prinzip den Sortiervorgang noch einmal durchlaufen, weil wir ja das Array öfter durchkämmen müssen. Wir zeigen aber jetzt an das Ende auf das Array und haben jetzt vergessen, wo letztendlich der Beginn des Arrays ist. Das heißt, wir haben die Information nicht mehr, weil wir ja die Variable Pointer, die wir hier übergeben bekommen haben, laufend inkrementiert haben. Wir wissen nicht mehr, wo wir anfangen müssen. Deswegen geht man am besten hin und speichert die Information einmal zwischen.
Das heißt, hier oben definieren wir nochmal einen Pointer, den nenne ich mal Start und schreibe da letztendlich meinen Startpunkt ein. Das heißt, mein Beginn des Arrays. Und nachdem ich jetzt einmal durchlaufen habe, muss ich beim nächsten Durchlauf den Pointer wieder initialisieren. Das heißt, die Variable Pointer, mit der ich hier arbeite, die muss wieder auf das erste Element zeigen. Das heißt, da schreibe ich jetzt einfach die zwischengespeicherte Adresse ein. Und damit ist gewährleistet, dass wenn ich einmal durchlaufen habe und mit dem Pointer gearbeitet habe, beim nächsten Durchlauf, wenn ich wieder vorne anfangen möchte, auch wieder den Pointer auf den Start des Arrays setze. Gut, kompilieren wir das Ganze mal. Okay, das hat funktioniert. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Wir kommen fast an die 2K-Grenze. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr zu viele Experimente machen. Und lade das mal auf den Emulator, ruf das Ganze mal auf und siehe da, genau das macht er auch, 55,7 und so weiter. Okay, ich probiere mal, ob das auch mal einem anderen Array funktioniert, weil wir möchten ja nicht nur 5er Arrays sortieren können, sondern auch irgendwelche anderen Arrays. Das heißt, ich definiere mal noch eine sechste Zahl und eine siebte Zahl. Das heißt, ich muss aber auch sagen, dass ich hier 7 Zahlen habe. 7 Werte und dann muss ich natürlich meine Funktion letztendlich dann auch mit der Länge 7 aufrufen. Ich kompiliere das Ganze mal. Zeile 24 habe ich einen Fehler gemacht, einmal gucken. Ja, Zeile 24, da ist ein Komma zu viel, das nehme ich mal raus. So, kompiliere das jetzt einmal und kommt also noch hin. Noch so gerade und lade es mal auf den Emulator und dann schauen wir mal, was er da macht. Okay, das muss ich da natürlich auch machen. Das heißt, ich muss natürlich jetzt auch 7 Zeichen anzeigen lassen. So, und hier auch 7 Zeichen. Okay, nochmal kompilieren, aber zurück. Einmal kompilieren. Okay, einmal auf den Emulator. Und dann starten wir das. Und siehe da, es funktioniert natürlich auch mit 7 Zeichen. Wunderbar.